Hallo Leute, Janka hier. Ihr wundert es wahrscheinlich, warum ihr jetzt mich seht anstelle eines Spiels. Ganz einfach, dieser folgende Part, der jetzt kommt, der hat es ein bisschen in sich. Ich habe ein bisschen übertrieben geflamed, sage ich jetzt mal, ein paar Leute, habe auch ein paar Leute beleidigt. Und das ist nicht in Ordnung. Also, ihr solltet es jetzt nicht an die jüngeren Zuschauer, richte ich mich jetzt vor allen Dingen daran, nehmt das nicht als Vorbild quasi. Also das, was ich jetzt mache, sollte kein Vorbild sein, sondern das ist eigentlich das reinste Assi-Benehmen, was ich jetzt in diesem Part machen werde. Und ja, also macht es auf keinen Fall nach, das ist unterstes Niveau. Also ich möchte mich an dieser Stelle auch an allen entschuldigen, die ich in diesem Part beleidige. Es war als Stilmittel gedacht und wird in dieser Form sicherlich nicht wieder vorkommen. Also, ich wünsche viel Spaß. Und wir kommen bei einem neuen Part, Team Fortress 2. Heute machen wir Sonderzustellung, das ist Part 47. Und alle nehmen Scout. Wir jedoch nicht, wir nehmen den Soldier und versuchen unser Glück. Ah, fuck, okay, wir sind Team Rot. Ich dachte mir gerade. Halt, warte, das ist nicht Sonderzustellung. Das ist Capture the Flag. Ich habe aber auf Sonderzustellung geklickt. Egal, gut, dann machen wir Capture the Flag, ist ja auch egal. Wobei, nee, auf True Fort habe ich keine Lust. Ich wechsle schnell. Gott. So, kack, True Fort, da wird nur gesniped. Das ist die perfekte Mich für mich. Oder, ja, für die anderen in dem Fall, weil ich hasse es ja, wenn überall Sniper unterwegs sind. Ich glaube, das schneide ich raus. Bis gleich. Wobei, es ist gleich fertig. Da warten wir noch ein bisschen. Und schon sind wir drin. Das ist zu Sonderzustellung, genau. Nicht scheiß, Two Fort. Das zeigt, wie unbeliebt dieser Spielmodus eigentlich ist. Warum spielt denn niemand? Ach ja, richtig, es gibt nur eine Map dafür. So, hoffentlich sind hier. Alter, wollt ihr mich verarschen? Mehr Leute bitte. Nicht immer so ein, zwei Leute. Das geht doch so nicht. So, jetzt mehr Leute bitte. Schon besser. Und schon vorbei. Wehe, die Map wird jetzt gewechselt. Okay, gut. Das wäre episch gewesen, wenn die Map jetzt gewechselt worden wäre. Was zum Glück nicht passiert ist. Okay, endlich geht's los. Hat ja auch einige Zeit jetzt gedauert, aber jetzt sind wir endlich in einem Spiel drin, was wir Sonderzustellung nennen können. Dammit! Alter! Ach, Kacke, ich erwisch den. Ich erwisch niemanden. Und den auch nicht. Ich erwisch den und niemanden. Scheiß Kack-Pussy. Vergiss es, vergiss es. Halt nicht, ich geh jetzt auf den los. Scheiß Sniper-Schlampe. Wo ist die? Die ist bestimmt bei einem Freier. Aha. Aha, da bist du. Ich wusste es. Du warst bei einem Freier. Der Freier hat dich tot gefackelt. Ja. Wohoho. Mann, Alter. Blackbox. Stimmungskanone, die habe ich noch gar nicht. Kanonenkugeln haben eine Zündzeit von 1 Sekunde. Zünder können vorzeitig scharf gemacht werden.
indem sie die Pfeiltaste gedrückt hatten, können Google bb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 
Warum hat Volvi es bisher, oder Valve, was auch immer, warum hat es Valvi oder Volvi oder Valve oder Velve oder Falfe es... immer noch nicht geschafft, dass die Synchro auf Deutsch ist? Warum hat der Wichser mich schon wieder gekillt? Der geht voll auf mich los, seht ihr das? Er mag mich nicht. Warum mag er mich nicht? Ich bin doch nur ein... Was bin ich eigentlich? Soldier, genau. Wenn er mich nochmal killt, dann... Der Ober-Ich. Du hast einen neuen Freund! Da war er schon wieder, er hat mich schon wieder getroffen. Seht ihr, das ist der Ober-Ich. Der Ober-Ich. Und der Server ist in Stockholm. Warum habe ich da... okay, Verbindung ist okay. Gut, ich dachte gerade, ich habe eine Chance von Verbindung, aber ich habe keine. Da ist der Ober-Wichser. Der Ober-Wichser, komm her. So nenne ich den jetzt, der Ober-Wichser. Ja, komm schon, komm schon. Ha! Selber schuld, du Wichser. Du Drecksack. Ich hab dich endlich erledigt, der hat's voll auf mich abgesehen. Seht ihr, der ist immer da, wo ich bin. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal war ich der Bessere. Ich brenne, wo bin ich, wo bin ich? Da drüben, da ist eine fette ganze Armee-Dingens. Nein, warum bin ich gestorben? Ah, Schlampe. Oh, zwei Schlampen da drüben, kein Wunder. Campen bestimmt da, bis dieses Geheimmaterial da oben ist und dann können sie welche killen. Wie männlich von denen. Ich sollte nicht so brüllen, mein Mikrofon ist 10 cm vor meinem Mund entfernt. Und klingt irgendwie pervers. Mein Mikrofon ist ungefähr, dein Mikrofon ist ungefähr 10 cm von meinem Mund entfernt. Oh. Ja gut, das war jetzt ein bisschen schwul. Ne? Oh Gott. Ich dachte, der Spy war gerade hier, feindliches Team und so, ne? Alter. Alter, das ist ein Nervenspiel. Ist noch scarier als Five Nights at Freddy's, glaube ich. Ne, ist es nicht. Five Nights at Freddy's hat alles. Und so ein Gohan hat uns in kürzester Zeit, jetzt mache ich aus, wie nennt man die? Us sind doch, keine Ahnung, wie man die nennt. So wie Mitlaute, Umlaute, genau. Das mache ich aus Umlauten, Selbstlaute. Wo sind die Gegner? Wo ist, wie heißt der nochmal? Der Ober-Ich. Wo ist dieser Pisser? Da ist der Pisser! Jawoll! Ha! Der ist aber auch überall, ne? Ist das ein Zufall? Oder hat der einen Zwilling? Einen bösen Zwilling? Na gut, der ist so oder so böse. Dann hat er einen zweiten bösen Zwilling. Warum habe ich jetzt noch so wenig Leben? Ach richtig, Fallschaden und meine eigene Dummheit. Ich brauche was zum Heilen, sonst killt mich wieder der Oberwichser. Da ist was zum Heilen. Sehr gut. Jetzt habe ich wieder voll Leben und jetzt bin ich wieder in der Lage, optimal kämpfen zu können gegen den Oberwichser. Wo ist der Oberwichser? Da ist ein Pyro! Pyro-Schlampe! Ne, Pyro-Schlampe nicht. Pyrotechniker, was? Pyrotechniker. Pyrotechniker sind ja die Leute, die Silvesterraketen an, ja, verwalten und so, damit nichts schief geht, ne? Pyrotechniker zum Beispiel. Oder die machen noch mehr so Feuerzeugs, glaube ich. Also nicht Feuerzeugs, die produzieren keine Feuerzeugs, nein, die, sind halt immer da, wenn da irgendwie was mit Feuer da ist, oder... Ja, sowas, wenn mit Feuer halt irgendwie gespielt wird. Nicht zu verwechseln mit der Feuerwehr. Ah, komm schon. Da kommt ein Pyro, pass auf! Ach, scheiße, ich dachte, der springt da jetzt rüber und ich treffe den dann. Naja. Und schon ist die Ladung weg. Alter, welcher Wichser! Schlampe! Das kotzt mich an, das macht mich so wütend! Wenn ich auf einmal sterbe, ich denke mir, warum sterbe ich jetzt auf einmal? Und dann sehe ich da eine Schlampe aus 20 Meter Entfernung. Alter! Diese Schlampen, ich jag die jetzt. Ich gehe jetzt auf Schlampenjagd. So,
Puff Diddy Style! Ich jage Schlampen, ma. Passt das? Nein, ich glaube nicht. Ja doch, eigentlich schon. Ne, ich bin jetzt ein Zuhälter, ich jage Schlampen. Ist es ein Vergleich? Ich denke schon. Ist P. Diddy ein Zuhälter? Ich denke schon. Ihr könnt mich korrigieren, falls es nicht stimmen sollte. Ich kenne mich damit nicht aus. Warum habe ich schon wieder... Hä? Sag halt so aus, als hätte ich Damage bekommen. Ja, so, spotten hier, so. Bam, das hast du verdient, du. Teabaggen, so. Okay, das volle Paket. Das volle Humiliating-Paket. Für 16 Euro können Sie es bei uns bestellen. So. Der Ober ist schon wieder. Und eine Schlampe. Dieser Pisser. Stop. Sniper. Camping. Ausrufezeichen! So! Der Ober-Ich schon wieder. Der Ober-Ich, ja. Sehr gut. Der Ober-Ich. Der Oberhonk. Der Oberhonk, ja. Der Oberhonk! Damage! Rocket, ja, wir haben Raketen, deswegen gehe ich zur Rocket hin. Ja. Microsoft Excel? Was ist denn hier los? Letztes Mal genau, Google hat das letzte Mal, glaube ich, gespielt oder sowas. Und jetzt spielt Microsoft Excel. What the fuck? Alter, ich treffe den nicht. Und er... Ja, klar. Typisch Pyrus. Ich hätte nicht nah rangehen sollen. Naja. Das ist bestimmt ein Noob. Der hat kaum Sachen. I was killed by a Noob. Jeko Plays. Bist du auch ein Let's Player? Wenn ja, hasse ich dich. Jeko Plays. Und der Ober-Ich. Ja gut, der Ober-Ich zeigt ja noch Skill, aber Jeko Plays nicht. Der campt da einfach nur wie so eine Pussy. Ja, schon wieder, seht ihr das? Seht ihr das? Der Ober-Ich! Der schon wieder! Warum machst du das? Jetzt reicht's mir. Man muss Pussys mit Pussys bekämpfen! Jetzt zeige ich euch, wer der bessere Spieler ist. Jeko Plays oder ich? Wahrscheinlich Jeko Plays. Ich sehe es jetzt schon. Er hat den Pussy Sniper Skill und ich nicht. What the fuck? Ich habe gar nicht gesehen, dass da Feinde sind. Ich bin einfach nur so hochgelaufen, ohne zu schauen, was da eigentlich ist. Naja, gut, geschenkter Punkt für sie. Was ist das da? Was ist da auf dem Ding drauf? Süß! Und was ist da drauf? Oh, süß. Meerschweinchen, glaube ich. Oder Mäuse. Irgendwas Süßes. Ich mag süße Sachen. Da! Ach, ich habe keinen Skill mit Sniper, weil ich keine große Pussy bin. Ne? Ich bin männlich. Da spiele ich nicht so... Alter! Alter! Entschuldigung, musste raus. Nein, Ego-Shooter, mach nicht aggressiv. Nein, 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 nein.
Mann, weicht der Wichser aus. Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt gehen wir auf Ego-Place jagen. Wir jagen den jetzt. Wir tun ihn jetzt so richtig jagen, damit er nie wieder sowas macht. Wir erziehen den jetzt. Wir sind jetzt quasi seine Mutter, seine Eltern, die eine schlechte Erziehung bei ihm produziert haben, damit jetzt so eine Missgeburt entstanden ist. Der letzte Dawn's Night. Alter, warum sind wir jetzt so schlecht? Ach ja, richtig, wir spielen keinen Soldier mehr. Ey, wie komme ich zu diesem Spawn hin? So, ha, fick dich, Ecoplace, fick dich, fick dich, fick dich und deine gesamte Familie, die dich gezeugt hat, so. Ah. Nein, ich bin nicht aggressiv, nein, das ist nur, oh, das schwarzes Löchchen. Ich geh jetzt. Genau, ich mach das jetzt die ganze Zeit so, ich warte jetzt, bis er gespawnt ist und dann mach ich's nochmal. So lange, bis er es nicht mehr macht. Ganz einfach. Na, hast du es jetzt gelernt, Ecoplace? Hast du es gelernt? Hast du es gelernt? Wechsel die Scheißklasse. Ich mach's jetzt so lange, bis er aufhört zu spielen mit Sniper, ja? Seht ihr das? Ich bin jetzt sowas von im Rage-Modus. Ich rage den jetzt tot. Rage-Modus aktiviert, sag ich nur. Ja, genau. So, jetzt, Ecoplace, entweder nimmst du eine andere Klasse oder ich werde dich weiter verbrennen lassen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Bis du es nicht mehr machst, du scheiß Sniper-Schlampen-Missgeburt von Schlampen-Garnistan. So. Jawoll. So. Entschuldigung. Das waren so Aggressionen, die ich in den letzten 47 Parts gesammelt hatte, wegen den ganzen Snipern und so, ne? Ah, da ist er schon wieder. Wie soll es doch anders sein? Wie soll es doch anders sein? Ecoplace ist mal wieder. Kick all the Pyros. Nein, danke. Kick, no, no. Kick all the Pussy Snipers. So. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Flame ab, ist mir egal. Das ist mir jetzt total weh. Da 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 da. Alter, jetzt habe ich vielleicht. Ey, tust du auch mal was anderes? Ohne Witz jetzt. Ohne Witz. Der muss doch langsam merken, dass ich auf den losgehe. Hat der nichts Besseres zu tun? Hey, wisst ihr was? Komm, wir stellen uns mal dorthin. Das macht bestimmt sehr viel Spaß. Dann ziehen wir mal auf schön viele Köpfe und machen Kills. Das ist Team Fortress 2. Snipen, bis der Arzt kommt. Snipen, bis der scheiß Arzt kommt. Und da ist wieder der Ober-Ech und dieser Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich dreh noch durch. Okay, und geht's euch gut? Habt ihr Spaß? Ich nicht. Ich bin hier auf Sniper-Pussy-Jagd. Ich platziere jetzt eine Sentry hin, genau. Eine Mini-Sentry, das ist gut. Das mache ich jetzt, genau. Und dann kommt er da raus. Zieh mir mal das Sniper-Gewehr und dann kriegt das voll auf die Fräsen mit meiner Mini-Sentry. Ha, 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 ha. Ja, genau. So mache ich das. So mache ich das. Da ist er schon wieder. Ey, der macht jetzt den ganzen Tag. Ich schwör's euch. Seht ihr das? Was für ein Skill der hat. Was für ein Skill. Spielt der mit Sniper. Ja, komm. Du hast mich schon vorher angepisst, auch ohne das Urin, sage ich nur, ne? So, Ecoplace, hör sofort auf, ja? Ich werde dich danach in YouTube suchen, oder wisst ihr was, das mache ich jetzt, Ecoplace, du, ich suche dich jetzt. So, gut,
Browser dauert wieder so lange, bis es geladen ist. Ihr wisst ja, Internet ist langsam und so. Ey, der muss doch dauernd merken, dass ich auf ihn losgehe. Warum macht das dann immer wieder und immer wieder? Was für ein Skill der auch hat. Unglaublich. Und der wird gleich sterben. Ich muss meine Sentry irgendwo platzieren, wo er es nicht sieht. Sofort. Wow, ah, doch, der war ja klar. Der ist immer an diesem Ort. Das ist, glaube ich, sein Zuhause. Seine Mutter hat ihn auf die Welt dort gebracht, hier mitten in dieser Einöde. Deswegen ist er auch so gestört jetzt und muss dauernd so snipen, ne? So. Oh, mein Sentier hat sogar überlebt. Ist er noch da? Ja, natürlich. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Natürlich ist er wieder da. Ja, klar. Ich freue mich. Das ist sein Stammplatz. Das ist sein Stammplatz. Der hat da sein ganzes Leben vollbracht. Und ist auch heute immer noch da. Kräftig am Snipen. Ja. Okay, Jeko Plays. So. Aha, er hat Twitter. Ich habe kein Twitter. Und er hat Twitch. Der hat Twitch. Streamt der gerade? Streamt der Wichser? Und der hat YouTube. Okay, der hat YouTube. Schauen wir mal seinen Dingens gerade an, ne? Jeko Plays. Du. So. Wehe, der streamt. Der Stream, wie man eine perfekte Schlampe ist. Genau, das sind so Beauty-Tutorials. Genau, Tutorial, how to be a bitch. A pussy bitch. So, aha, offline, okay. Er ist offline. Willkommen auf dem Twitch-Kanal von Jeko Plays. Have fun, man. Ich habe keinen Spaß. Minecraft-Let's Player. Wie soll es auch anders sein? Genau, der spielt Minecraft. Ja. Jeko Plays. Wie fast alle Let's Player hier in diesem YouTube-Universum. So, schauen wir uns mal seinen YouTube-Kanal an. So. Es sind einfach zu viele. Was soll es auch anders sein? Genau. Lauter dämliche Minecraft-Let's Plays. Wie soll es auch anders sein hier? Jekos World, wie viele Abos hat der? Wahrscheinlich ein, zwei oder so, zwei kleine Kinder. Oh, will er nicht zeigen? Oh, ich bin so schüchtern, ich will nicht zeigen, wie viele Abos ich habe. Aber von den Views her kann man sehen, wie wenig Respekt er hat vor der Community. Weil er auch dauernd snipen muss. Jetzt reicht's mir, ich schick den jetzt was. Ich schick den jetzt was. Na, wartet, den mache ich jetzt platt hier. Den mache ich jetzt alle. Scheiße, wie Kanalinfo. Herzlich willkommen auf meinem Let's Play-Kanal. Ich zocke verschiedene Games und würde mich freuen, wenn ihr mir Verbesserungstipps zukommen lasst, damit ich die Qualität der Videos und Thumbnails steigern kann. Halt die Fresse, Nachricht senden. Ich habe dich in TF2 gesehen. Hör sofort auf zu snipen. Weil das nicht cool ist. Du, nein, ich beleidige nicht, ich sag Fakten. Jede Missgeburt kann sich neben den Spawn stellen und ständig snipen. So, senden. Okay, gut. Alles klar. Ist er noch da? Nein, er ist weg. Gut, muss wohl seine E-Mails checken. Oder er hat mitbekommen, dass ja, ich ihm was geschrieben habe. Hat er sofort was bekommen auf seinem Smartphone? Auf seinem 1,50 € Smartphone.
kacke, jetzt bin ich tot. Aber immerhin ist der Pussy-Ding ist nicht mehr drin. Das erfreut mich. Aha, Soldier, Soldier, Soldier. Na, warte, du Soldier. Hast du Angst vor meiner Sentry, hä? So, jetzt wo ihr Kuplens nicht mehr drin ist, mache ich Punkte. Seht ihr das? Jetzt kann ich endlich meinen Skill ausfalten, sag ich jetzt mal, ne? Kann ich zeigen, wie man richtig spielt hier. Ohne zu befürchten, dass irgend so eine Bitch nicht mehr mir Headshots gibt. Was zum Teufel, was ist jetzt passiert? Warum bin ich jetzt auf einmal so runtergefallen? Nein! Goatload, Goatlord! Goatlord. Soll ich den aussuchen? Nein. Und gewinnen wir diese Runde? Gewinnen wir diese Runde? Nein, wir gewinnen diese Runde nicht. Okay. Aha, da ist er, der mich dominiert. Und? Kriege ich meine Rache? Ich will meine Rache. Komm schon, ich gehe jetzt auf den los. Alter, wo ist der? Wo ist der? Er ist weg. Nein, scheiße, ich will das nicht. Das war dämlich von mir. Das war sau dämlich. Warum habe ich das so gemacht? Warum bin ich da runtergefallen? Warum bin ich Idiot da runtergefallen? Nein! Immerhin liegt jetzt die Ladung dort. Wie heißt der? Ricky Carlo! Google.de Ricky Carlo. Aha, da ist der. Ach, scheiße, egal. So. Merkt euch eins, wenn ihr mich killt als Sniper, aus 1000 Meter Entfernung werde ich euch googeln. Ja, an alle, die mal gegen mich spielen sollten, wenn ich mal privat irgendwie so Team Fortress 2 spielen sollte, ne? Wenn ihr mich aus Sniper Entfernung killt, so, als Sniper in einer hohen Entfernung killt, dann... Dann werde ich euch suchen, ne? Aha, Fettsack, das ist der, okay, fetter Fettsack. So, hallo Fettsack. Aha, da dominiert mich jemand. Weh, Ricky Carlo killt mich wieder. Player Trollolo. Ah, da bist du. Schleicht sich wohl gerne an andere Leute hinten ran. Was? Alter! Oh, noch ein paar Leben, ey. Scheiße.
komm schon, ich helfe den jetzt. Wenn dieser Idiot den wieder killt, dann. So. Na? Nein! Ach! Ey, scheiße! Wie kann das sein? Ich nehme wieder Soldier, vielleicht habe ich da wieder ein paar Chancen. Ich mache ja mit Angie gerade nichts Großes. Na komm schon, wie heißt du nochmal? Ricky Carlo, genau. Ricky Fettsack. Ricky Fettsack. Komm schon, Ricky Fettsack, trau dich, beweg deine fetten Wanzen nach draußen. Arnie, iss erst dein Burger fertig und dann kannst du rausgehen. Nein! Ja, kritische Raketen sind für ein A. Mhm, anscheinend ja. Mann, bin ich heute wieder geladen in diesem Let's Play. Da, ja, Scheißendreck. Jetzt Scout Lord schon wieder. Ey, heute klappt gar nichts. Soll ich beenden, weil es heute nichts, weil heute nichts klappt? Nee, diese Runde will ich noch fertig spielen. Aber wie lange geht denn die Runde? Nimmt es eigentlich ein Ende? Ich meine, ich sehe gar keinen Timer, ne? Solltest du überhaupt ein Ende finden, wenn überall scheiß Sniper sind und Spies? Komm schon. Ah. Alter, das macht keinen Spaß mehr. Wo ist Pyro? Hier, Pyro. So. Aha, du brennst jetzt. Ja. Was hast du davon, wenn du versuchst, mich zu killen? Scheiße, Godlord schon wieder. Ey, der ist gut. Wie macht er das eigentlich? Ich will das auch können. Ich weiß nicht, wie man Fallschirm benutzt. Ich habe dafür den Skill nicht, aber er hat den Skill. Alter, der sprengt sich immer nach oben, wenn er fliehen will. Alter, das. What the fuck? Ey, das macht er gar nicht mal so dumm. Also, er ist zwar ein Arschloch, aber er ist ein kluges Arschloch. Scheiße! Meine eigene Dummheit. Na komm schon, killt ihn! Der will nicht sterben, der springt sich immer in die Luft, wenn er kurz davor ist, dass er gekillt wird. Oder wenn er in Gefahr ist allgemein, dann springt er sich immer nach oben. Da ist er schon wieder. Ja, hau bloß ab. Komm schon, ich bin unter dir. Ja. Alter! Scheiß Luftangriff! Ich hasse diese Waffe.
Das ist unfair. Ich will auch einen Luftangriff. Ich schaue jetzt meine Ausrüstung an. Ich habe keinen Luftangriff. Ich habe nur diesen dämlichen Scheiß hier. Raketenspringer. Useless. Alles klar, ich muss mal meine Aus... Ne. Shop. Wie komme ich in den Shop rein? Shop. Shop. Da ist Shop. Schaue ich mal nach, wie viel der kostet. Gegenstände. Luft. Luftschlag, glaube ich, ne? Ne, Luftangriff. Luftangriff. Gegenstände. Paket. Ne. Soldier. Wird übrigens mit 2F geschrieben, aber gut. Ah, ich muss mich noch mal killen lassen, um zu schauen, wie die Waffe genau heißt. Ich schätze, die heißt Luftangriff. Ja klar, die muss Luftangriff heißen, ne? Anders. Na klar, ich bin mir ziemlich sicher, die heißt der Luftangriff. Alter! 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 Falter! Palter! Malta! Der Luftschlag, okay, der... Luftschlag. Nein, was mache ich da? Shop muss ich rein. So, Shop. Der Luftschlag. Nein, das ist nicht das. Scheiße, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, wie heißt die Waffe nochmal? Ja, ich muss neben zu kommentieren, da achte ich nicht so auf die Details. Oh Gott, ich kann mir solche Sachen nicht merken. Kurze Amnesie, verdammte Scheiße. Mann, okay, das Spiel ist jetzt mir zu assig. Ich beende diesen Part hier an dieser Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, euer Janka. Ciao. Drecksspiel.